So, dann recht herzlich willkommen. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Am heutigen 23. Dezember vor 6.600 Zuschauern die ausverkaufte GTEC Arena. Endstand 25-27, zur Halbzeit 12-11. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Füchse mit 7 Toren, Bjarki Elisson und Hans Lindberg mit 6 Toren. Auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Michael Damgard mit 8 Toren und 6 Tore durch Robert Weber. Soweit dieser kurzen statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Willibert Petkovic und möchten um sein Statement zu dieser Partie bitten. Ja, ich bin da und natürlich, dass ich bin überglücklich mit 2 Punkten in Magdeburg. Ich muss sagen, das war mein Ziel mit meiner Mannschaft vor einem Monat, wenn ich habe die Tabelle gesehen, dass 10 Punkte hatte Magdeburg mehr als wir gehabt. Und das war Krönung von einer tollen Leistung von Magdeburger Mannschaft, von Bennett. Die haben richtig eine tolle Handball gespielt in dieser Zeit. Aber ich wusste auch, wann kommt Verletzungspech an jemanden, das wissen wir aus Erfahrung, was kommt dann. Dann du bist nicht mehr so stark, du hast nicht so gute Alternative, du hast nicht mehr diese Leute, mit wem kannst du rechnen, dass sie in schwieriger Phase Mannschaft nach vorne ziehen. Und natürlich vor dem Spiel gegen Bergische, das war meine Rede von Mannschaft und heute, die singen und feiern sich auch in Kabine. -2 Punkte ist heute nur gegen Magdeburg. Das ist eine Krönung von unserer tollen Leistung ab 25. November. Wir haben das ist 6. Pflichtspiel, das haben wir gewonnen. Wir haben einige Verletzte zurückgekriegt und das hat jeder gesehen. Ich muss sagen, Hut ab für Bennett und seine Mannschaft. Was haben die geleistet heute ohne die 2 Leistungsträger, ohne 2 besten Leute, Sullivan und Beziak. Jeder weiß, was bedeutet die für Mannschaft. Wir haben Probleme gehabt in der ersten Halbzeit. Wir haben nicht Einstellung gefunden gegen diesen Angriff. Trotz dass wir haben uns vorbereitet, weil wir haben Spiel gesehen gegen Göppingen. Eine Mannschaft so geschwächt oder 40 Tore schießt gegen Göppingen, dann musst du großen Respekt haben. Eine schlechte Leistung in der ersten Halbzeit, in den Angriff von uns, aber nur -1. Und das war meine Hoffnung, das habe ich auch Mannschaft gesagt. Ich war sicher, dass wir finden eine Lösung gegen sowas, weil ich kenne meine Mannschaft glaubt immer, ich glaube an die. Und das haben wir gezeigt auch während des Spiels und ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Dankeschön. Danke, Willibert Petkovic. Ja, Bennett, deine Eindrücke von dieser Partie? Ja, guten Abend. Herzlichen Glückwunsch an Berlin und Petko. Zu dem Jahr absolut verdienten Sieg. Ich glaube, dass uns zum Schluss einfach die Kräfte verlassen haben, dass wir doch dann vielleicht dem Pokalspiel etwas Tribut zollen müssten. Wir sind eigentlich emotional gut in dieses Spiel gestartet, hätten auch frühzeitig schon mit 3-0 oder 4-0 führen können, aber machen da auch schon über die Zeit halt in 7 Minuten 4 Tore, vielleicht für uns ein Heimspiel ein bisschen wenig, wenn ich zum Schluss sehe, dass wir bloß auf 25 kommen, wo wir normalerweise mindestens zu Hause an der 30 oder drüber kratzen, dann zeigt das eigentlich da schon, wie schwer wir uns im Angriff heute getan haben gegen die robuste und hart verteidigende Mannschaft von Berlin. Klar sind wir enttäuscht, dass so vor dem Weihnachtsfest das ist eine schmerzhafte Niederlage für uns gegen einen direkten Konkurrenten um eine Tabellenplatzierung. Da hat Petko schon ganz recht. Ich glaube, man hat dann einfach auch gesehen, dass uns ab der 45. Minute, ich will nicht sagen Alternativen ausgingen, aber die Kräfte etwas verlassen haben und dann Berlin halt mehr zuzusetzen hatte. Wir haben dann taktisch viel versucht. Ich kann der Mannschaft da auch keinen Vorwurf machen. Sie ist da über Kampf nochmal ins Spiel zurückgekommen, weil wir lagen halt mit 6 Toren zurück. Da kann es so eine richtige Packung geben. Da kämpfen wir uns wirklich nochmal zurück auf 1-2, aber ich glaube, zum Schluss sind wir dann nichts mehr für was im Vorrage gekommen, nicht mehr im Punkt. Und dann ist es eine absolut verdiente Leistung und gewonnenes Spiel von Füchsen Berlin. Wir müssen uns jetzt sammeln. Wir haben wieder 1-2 Verletzte mehr, um dann die letzten Kräfte zu mobilisieren für das Leipzig-Spiel am 27. Ich werde versprechen, dass die Mannschaft da auch egal in welcher Konstellation, mit welchem Personal, so auftreten wird, dass sie um jeden Zentimeter kämpfen wird und fighten wird. Ich wünsche jetzt allen auf diesem Weg schon mal ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Vielen Dank für die fantastische Unterstützung heute. Es hat Spaß gemacht, hier zu spielen. Schade, dass wir uns oder unsere Fans nicht belohnen konnten. Vielen Dank. Dankeschön, Bennett. Ja, Fragen bitte. Wir haben Mikrofon, damit es auch in unseren alle was verstehen. Hallo? Ja, einfach sprechen. Okay.
Zwei Fragen an Herrn Wiegert. Die eine, Sie sagten gerade 1 bis 2 Verletzte mehr. Um wen handelt es sich da und sind die wieder einsatzfähig dann in Leipzig? Und was sind so die Ziele in Leipzig und wie schaffen Sie es bis dahin zu regenerieren? Es geht um Matthias Musche, der, glaube ich, gleich in der Anfangsphase ersten 2 oder 3 Minuten umgeknickt ist. Ist ihm der Kollege Marsenic ins Sprunggelenk gefallen und er ist trotz Bandage umgeknickt. Der klagt über dolle Schmerzen. Ich wollte ihn eigentlich in der Halbzeitpause schon rausnehmen, aber wer Matze kennt, weiß, dass das schwierig ist, ihn auszuwechseln. Von meinem Gefühl, ich hoffe, ich täusche mich, glaube ich nicht, dass er dieses Jahr noch ein Spiel für uns bestreiten wird. Ich hoffe sogar nicht mehr, weil das würde mir für ihn wirklich leid tun. Aber da, das sollen die Ärzte erstmal entscheiden. Dazu kommt Albin Lagergren, der einen Pferdekurs plus Muskelverletzung erlitten hat, der dann auch nicht mehr weiterspielen könnte. Mehr Hoffnung habe ich bei Jelko Musa, der irgendwie wem wer ans Knie fällt, der jetzt gerade behandelt wird. Ja, das ist gerade eine schwierige Phase für uns, die uns aber sicherlich stärker machen wird. Und nochmals, wir fahren nach Leipzig nicht, um dort irgendwie zu sagen, oh Gott, wir haben so viele Verletzte. Wir werden den Kader so einstellen, dass wir da ernsthaft um Punkte kämpfen werden. Regenerieren heißt es morgen, ich habe ihn freigegeben. Man mag es nicht glauben, weil es ist einfach so, dass es dann doch größere Sachen gibt als ja, 2 verlorene Punkte gegen Berlin, auch wenn ich es gerade nicht glauben mag. Es ist so, dass sie wichtig, dass sie morgen ein bisschen Abstand gewinnen können mit ihren Familien, Heiligabend verbringen können und wir werden uns wiedersehen am ersten Weihnachtsfeiertag und werden uns dann voll auf Leipzig konzentrieren. Weitere Fragen? Ja, Olli? Bennett, das war jetzt das 3. Bundesligaspiel in Serie, was ihr verloren habt. Liegt das nur an den Verletzten oder wie kann man das erklären, dass das momentan nicht so richtig läuft beim SCM? Da gibt es viele Gründe, das zu analysieren. Ich bin nie ein Fan davon, das auf verletzte Spieler zu schieben. Wir haben einen Kader, der so aufgestellt sein soll, dass er auch mit Verletzungen umgehen kann. Aber es ist natürlich schon so, wenn man Spieler wie Marco Bezsák oder Christian O'Sullivan, seine 2 etatmäßigen Rückraum-Mittelspieler, nicht zur Verfügung hätte und man es das nicht merkt in unserem Spiel, dann hätten wir in der Kaderaufstellung vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht, um das mal vorsichtig zu sagen. Wir haben das gut gemacht. Wir haben das über eine sehr, sehr emotionale und kämpferische Leistung für unser Ziel Hamburg Final Four gut gelöst. Und vielleicht denn da auch zu viel investiert, wo heute gefehlt hat. Aber das ist egal. Man soll nicht auf morgen gucken. Wir wollten hier heute gewinnen und haben nicht nach Leipzig geguckt. Ich glaube, dass uns nach dieser Nationalmannschaftspause im November oder kurz vor November ein bisschen was flöten gegangen ist einfach. Die hat uns nicht gut getan. Albin Lager kam in einem fürchterlichen Zustand zurück. Wir haben immer wieder mit was Neuem zu kämpfen gehabt. Aber wem erzähle ich das? Fragen Sie das meinem Kollegen Petko, der jetzt über ein Jahr schon solche Sachen macht und der seine Mannschaft dadurch einfach gereift ist und auch stärker geworden ist. Ich möchte eher den Aha-Effekt schnüren, um noch mehr zusammenzurücken, um was Besonderes zu leisten. Und dafür ist es schon wieder am 27. Zeit. Weitere Fragen noch? Nicht der Fall, denn vielleicht nochmal der Hinweis für unsere Anwesenden. Wir haben nächstes Heimspiel dann am 10.2. im neuen Jahr. Die ersten 4 Heimspiele sind ausgewiesen dann für den 21.2. gegen Stuttgart, 14.3. gegen Friesenheim, Ludwigshafen und Flensburg dann am 28.3. Soweit der Blick voraus und ein erfolgreiches Auswärtsspiel in Leipzig für den SCM. Und ihr seid zu Hause dran am 2. Weihnachtstag gegen Erlangen. Angenehme Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, Petko, und angenehme Heimreise heute. Und schöne Weihnachten, bis ins neue Jahr dann.